Ja, hallo YouTube, hier ist wieder Florian für euch mit dem nächsten Video Florian auf Tour. Jan, mein freundlicher Kameramann, und ich werden uns heute mal wieder ein bisschen den schönen Samstag nutzen, 30. November 2013, um durch Matsumoto zu touren. Und zwar werden wir erstmal jetzt nochmal ein bisschen Mittagessen in sozusagen dem japanischen Version von McDonald's, dem Mos Burger. Und danach werden wir auch zwei Stationen heute haben, wo ich euch nicht den Eindruck zeigen werde, weil das ist dann ein bisschen privat mein Video für die Eltern, und zwar zwei Hotels, die sie gebucht haben, wo wir mal ein bisschen das Environment, die Umgebung checken wollen, wie die so ist. Aber ansonsten haben wir noch vor, den Gokoku Jinja zu besuchen, also ein Schrein für die gefallenen Soldaten, den es für die Präfektur Nagano hier in Matsumoto gibt, gar nicht weit der Uni, auch wenn ich noch nie da war. Und wenn wir dann die Nordroute bis zum Schrein hinter uns haben, dann geht es Richtung City Center. Also immer Richtung Süden sozusagen, der Sonne entgegen, um dort dann auch noch das zweite Hotel abzuchecken. Dann wollte ich ein bisschen die Weihnachtsbeleuchtung mal zeigen, wie wir sie hier haben. Und in den Straßen von Matsumoto in der Nähe vom Bahnhof. Dann vielleicht noch ein bisschen Game Center, essen bei einem Italiener. Ja, das ist so heute die Tour. Es wird gar nicht so viel Filmmaterial werden wahrscheinlich. Ich hoffe, ihr werdet es genießen. Tja, bis dann in den nächsten Clips. Ich hoffe, ihr freut euch über das, was es so zu sehen gibt. Gerne. So, hier sind wir bei einem der sehr zahlreichen Kombinis, dem K. Und hier sammeln sich so ein paar Restaurants in der Nähe an, unter anderem das Gasto. Ja, mein Gasto. Ja, da ist der Gastkönig. Gastkönig. Und ja, da rechts ist das, wo wir jetzt eigentlich hinstreben, und zwar Mos Burger. Nein, nicht Burger King, Mos Burger. Hat auch interessante Burger, die dann nicht mit sozusagen Brot oder Brötchen umrahmt sind, sondern mit Reis. Ja, Japanese Fine Burger und Kaffee, da werden wir jetzt reingehen. So, hier laufen wir jetzt gerade auf dem Weg noch zum Hotel noch an der Rückseite von der Matsumoto City Hall, vom Rathaus vorbei, weil ich auch irgendwann nochmal von vorne zeigen werde. Und hier ist dann so ein kleines Teichbett oder so, wo sich hier auch ein wohl recht bekanntes Restaurant befinden soll, was zwar nicht so günstig ist, aber da hat schon mal irgendjemand, den wir kennen, drin gegessen, meint, es sei sehr lecker. Wird vielleicht irgendwann wenigstens einmal gemacht werden, weil bestimmt schon schön, wenn man da drin sitzt, über dem Wasser hier. Also hier, vielleicht werde ich euch irgendwann mal Eindrücke von drinnen zeigen können. Ja, wir sind jetzt hier angekommen bei so einer kleinen Straße rechts neben dem Hotel, was ich gerade meinen Eltern gezeigt habe. Midori Machi hieß es, grüne Stadt, und da war Soba verzeichnet. Also hier scheint so eine kleine Straße zu sein, die auch für Soba-Läden bekannt ist, weil Matsumoto ist ja neben den Äpfeln unter anderem auch für sein Soba, also für die Buchweiznudeln, bekannt. Wir haben allerdings ein Panya, wie es aussieht, also eine Bäckerei. Hier wiederum ein Soba. Also einige Restaurants, die sich hier rein. Ja. Tja, das war es dann scheinbar auch schon. Hier vorne vielleicht noch ein paar. Tagsüber ist es wahrscheinlich stärker belebt, vor allem nicht am Tag. Ja, oder es belebt sich jetzt erst, sobald es dann Abend wird, weil wir haben es jetzt kurz vor 5. Chukaryori. Ah, genau, Chukaryori, also chinesische Küche. Kannst du nicht lesen. Ja, das macht erst 18 Uhr auf, also entweder tagsüber, mittags oder so ab in einer Stunde, wenn es richtig dunkel ist, und abends, dann belebt sich das Ganze hier vielleicht ein wenig. Könnte sein. Momentan hat einiges noch dicht. Ja, einige Bars. Ja. So, jetzt habe ich auch wieder eine Ahnung, wo wir sind. Wir sind in der Nähe von der Niwate Street und von dem einen Curry-Restaurant, was ich euch schon mal gezeigt habe, wo ich mal Curry essen war. Waterloo Bar. Waterloo. Und Yakitori ganz klein rechts daneben.
ist hier ein ganz netter kleiner Platz. Hat was. Vielleicht werde ich da auch mal Yakitori essen gehen oder in die Bar gehen. Auf jeden Fall. Fällt mir das kleine Plätzchen hier. Und wir gehen weiter noch ein Stückchen geradeaus. Ja, und da vorne ist dann die Brücke über den Fluss, wo dann links rechts die Niwate Dori abzweigt. Und hier ist der noch geschlossene Curryladen, wo ich einmal essen war. Drink and Restaurant Kensuke. Japanese Kema Curry. Und da wir jetzt wieder auf bekannte Gefilde stoßen, werde ich dann die Kamera wieder ausmachen, bis wir dann zu den weihnachtsbeleuchteten Straßen kommen werden. Bis dahin. Macht zwar keinen Sinn, aber never say too much. But still shut down. Finde ich eigentlich recht sinnvoll. Von wegen so der schweigsame Begleiter, der nie gesagt hat, was ihm auf dem Herzen liegt, aber der einen trotzdem durchs Leben geführt hat. Macht doch Sinn, oder? Ja, nach einem dritten Überlegen macht Sinn. Hat sowas wie, als könnte es aus einem Roman oder aus einer Anime-Serie kommen. So, wir sind jetzt hier bei einer der Hauptstraßen nahe des Bahnhofs, womit am meisten von der ganzen Weihnachtsbeleuchtung hier aufgereiht ist und von den ganzen Sachen. In den Parko verkaufen die aber auch nur Klamotten, oder? In den Parko gibt es hauptsächlich Klamotten, aber auch einen Buchladen, glaube ich, und so ein Village Vanguard ist da ganz oben, glaube ich, auch mit drin. Ja, und vor allem ist es auch das Parko-Einkaufszentrum hier, was besonders intensiv für diese Weihnachtsbeleuchtung gesorgt hat, wie man zum Beispiel an dem Baum direkt davor sieht. Also Parko ist so eines der größten Department Stores oder eines der größten Einkaufszentren, was wir hier in der Innenstadt haben, und gerade die haben eben sehr viel für die Weihnachtsbeleuchtung hier auf dieser Straße getan. So, das ist ein Zeichen dafür, dass jetzt hier gleich ein Auto rauskommt, als Warnung für die Fußgänger. Oh, du hast so viel gefahren. Das sieht schön aus. Die haben gerade da was Essbares dran. Okay, das sieht komisch aus. Was ist das mit dem Fußball oben drauf? Ja, der Ball war noch das Akzeptar. Ah, nee, ich meine, die zu. Das sah aus, wie als wären da ein Haufen Spinnen drauf, die das zugewebt hätten. Ach so. Ja, der mit dem Fußball sieht auch irgendwie. Der sieht ein bisschen. Weiß nicht. Modern? Modern. Aber auch kalt. Das liegt an dem Blau. Ja. Hier wieder für eine Bank. Love Max. Love X-Max. Also alle, die Max heißen, ihr dürft euch besonders geliebt fühlen. So, wir sind jetzt beim Bahnhof angekommen. Wie man sieht, ist es hier auch ein wenig weihnachtlich beleuchtet, auch wenn für meines Erachtens nach ein bisschen zu blau.
wir sind jetzt hier in den Bahnhof reingegangen, da ist keine wirklich bemerkenswerte Weihnachtsbeleuchtung drin, aber ein netter Laden, den ich hier auch noch nie gesehen hatte, wo wir schon einige Male hier waren. Zwei nennt er sich. Warum auch immer. Vielleicht, weil es um Hochzeiten geht, von wegen, dass man dann zu zweit ist oder so, weil es hier ja, naja, Hochzeitskleidung, Kleid und Anzug zu kaufen gibt. Wer weiß, vielleicht die Bedeutung dann entsprechend, wenn man ist zu zweit. Hier steht doch Kekkon, oder? Da, cool. Ah, Renai Kekkon, also eine Heirat aus Liebeshochzeit, genau. Und dann Banzai, hurra! Tja, Renai Kekkon Banzai 2. Entsprechend auf in Katakana 2. Tja. Also wirklich tatsächlich die Bedeutung insofern gar nicht mal so abwegig. Nicht schlecht eigentlich. Ja. So, wir sind jetzt auf dem obersten Floor des Departments, wo auch das Gaming Center ist. Hier ist zum Beispiel ein 100-Yen-Shop und so weiter. Und wir werden jetzt hier im italienischen Restaurant Pasta und Pizza. Wie heißt der? Bike sind ja schon wieder was anderes. Bike. Nee. Da. Ich kann es gar nicht lesen, was das sein soll. Ojimo? Ojimo? Oimo? Ja, was auch immer. Irgendwas in die Richtung. Hier werden wir jetzt auf jeden Fall unseren. Nach Taberodai wahrscheinlich nehmen. Also dann. So, wir sind jetzt hier beim Seitenausgang von dem Department Store, wo oben im obersten Stock Restaurants und so weiter sind, wie vorhin gezeigt, auch das italienische Restaurant. Und als krönenden Abschluss, wie schon einmal, haben wir von dem Restaurant ganze 8 Liter Pasta wieder mitbekommen. Kostenlos, einfach so, nachdem wir da essen waren. Ja, wenn man hier kurz reinguckt, so sieht das aus. 2 Liter Dinger, insgesamt 4 davon, deswegen 8 Liter Pasta, die wir für unseren Selbstverzehr geschenkt bekommen haben von dem italienischen Restaurant. Wir haben es schon einmal geschenkt bekommen, dann die Italienerin, nachdem wir ihnen das Restaurant empfohlen haben, haben auch schon mal 8 Liter bekommen und jetzt wir schon wieder. Also jeden Tag kann man das wahrscheinlich nicht machen, dann würden wir irgendwann das Restaurant pleite machen oder so, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall mal gucken, ob wir dem das ein paar anderen Lugaxe, ein paar anderen Austauschstudenten geben, selbst verzehren oder so. Auf jeden Fall erstmal tieffrieren und dann mal gucken, was wir dann damit machen. Das ist dann der gelungene Abschluss des heutigen Tages. Wir werden uns jetzt wieder Richtung Richtung nach Hause begeben. Und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit in diesem Florian auf Tour durch Matsumoto Video zusammen mit Jan. Ich hab dich nur nachgemacht. Die Playlist heißt Florian auf Tour. Deswegen, ich dachte, du wolltest wieder sagen, vergiss mich nicht von wegen nicht nur Florian auf Tour, sondern auch ja, der Jan auf Tour. Ja. Ich bin auch da. Du bist auch dabei. Was man offensichtlich sieht, weil ich meine, ja gut, ich habe jetzt kurz nachgemacht, dass deine Stimme aus meinem Mund rauskommt, aber. Achso, du wolltest so spontane Lippensynchronisation machen. Genau, ich wollte Lippensynchronisation machen, aber dann hast du plötzlich aufgehört und nicht mitgearbeitet. Teamwork. Ach so, sorry, naja. Du kriegst weniger Pasta dafür. Naja, wobei sie aber in meinem Kühlschrank gelagert werden müssen, weil in deinem Kühlschrank kein Platz dafür ist. Die können sie auch bei Tiara lagern oder so. Stimmt. Ja. Könnte man direkt mal klingeln und wenn sie da sind. Ach, ich weiß nicht mehr, welche Zimmernummer Tiara war, verdammte Axt. Naja. Ja, anrufen. Oh, ich keine Lust zu. Jetzt bin ich zu faul. Ja, gut. Tja, und auf jeden Fall, wie gesagt, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Hause. Hoffe, das Video hat euch gefallen und dann sagen wir wie immer Matane. Bye bye. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und guten Appetit. Jawohl.